Hallo, guten Morgen, liebe Freunde. Wir machen heute gleich nach dem Frühstück einen Spaziergang und gehen einmal von Kalbe aus dem Berg hoch. Und jetzt haben wir da auch wieder so schöne Häuser gesehen. Aber es gibt auch Häuser, so wie dieses hier. Die sind offensichtlich unbewohnt, so wie es hier aussieht. Und da hinten ist Fenster kaputt und so, oder sind es Messis. Aber ein schönes, kleines Häuschen. Gar das Richtige für uns, hat meine Frau gesagt. Ja. Und dahinter sieht man das Meer. Also, dass man sieht, wo wir ungefähr sind. Jetzt sind wir wieder ein weiteres Stück den Berg hochgegangen. Hier ist ein wildes Grundstück, also ohne Haus und so. Und nicht, aber wunderschöne Aussicht auf Kalbe mit dem Ifatsch. Wunderschön. Aber hier oben, da stehen halt Villen von sehr reichen Leuten. Der Blick auf das Meer ist ja wunderschön. Und da ist dann meine Frau wieder. Und da oben kommt man, von hier aus sieht man es nicht, aber von da hinten hat man es gesehen. Aber das haben wir riesen schöne Villen. Wunderschön. Das ist ein Hund. Was ist das? Hund? Oh ja, da guckt ein Hund raus und guckt uns zu aus dem Loch. Jetzt ist es, da habe ich nochmal den Hund in Großaufnahme. Ja. Er guckt. Ich habe zuerst gedacht, das ist Schleiche von Katze. Weißt? Ja, das ja, ist ja. Kopf von ja. Hund. Aha. Guckt nach aber rechts und links. Nicht, ja? Gar ja, nicht, ganz ja. Ruhig, wahrscheinlich zu alt schon. Ja. Bellt gar nicht. Mit diesen Haaren. Ja. Jetzt mache ich nochmal einen schönen Schwenk. Jetzt sind wir wieder ein Stück weiter oben. Dahinter hat es schöne Berge. Wow. Und überall Häuser, Häuser, Häuser. Und da kommt wieder das Meer. Und jetzt kommt gleich der Ifatsch. Ifatsch ist immer der markante Punkt, der Orientierungspunkt hier. Das ist leicht zu merken. Und da sind wir immer noch an dem wilden Grundstück. Das geht ganz davor. Und da hat es schöne Blumen. Schöne Wildblumen. Und es sieht aus wie nach den Blättern, wie Oliven. Da schöne Blumen. Jetzt sind wir ganz oben auf dem Berg, aber auf der absoluten Spitze steht ein Haus. Jetzt schwenke ich erst nach links. Und das, was man eigentlich nicht macht, schwenke ich dann nach rechts. Und da hinten ist immer noch ein Berg. Schöne Kaktee, schöner Garten. Da oben wohnen halt die ganz reichen Leute. Und wenn man da die Bäume anguckt, diese, ich weiß gar nicht, was das manches ist. Und da der und außenrum der Zaun, alles mit verschiedenfarbigem Glas, Plexiglas, wie auch immer. Und jetzt kommt da ein ganz romantischer Baum im Hintergrund. Da muss ich einmal ums Eck rumgehen, mal sehen, wie weit, dass ich den Baum noch ein bisschen drauf kriege. Dahinter habe ich ihn besorgt. Ja, auf jeden Fall da dahinter. Und da sieht man wieder als Orientierung dahinter der Ifatsch. Und meine Frau, aber die ist nicht zum Orientieren, weil die bewegt sich immer. Hier gibt es auch wieder so schöne Häuschen. Da hinten ist es da wieder der Ifatsch. So viele war es. Wir sind jetzt um das Ding rum. Und Spaß halber, die Wasseruhren von den Häusern hier, also von 5 Häusern, so wie es aussieht. Da braucht man keinen Froschschutz. Da muss man nicht Froschgesetz, weil hier gibt es keinen Frosch oder
vielleicht mal ein Grad an der Dache. Da unten ist der Ifatsch. Und das ist auch so ein schönes Haus hier. Heiligsblechli. Und so ein schönes Tor und alles. Und da hat nicht der, wie sagt man, eine Arkade, oder? Aus Naturstein. Und so, und da geht es wieder weiter. Das ist vielleicht auch Strom, wo der Zähler drin ist, weil in die Häuser, also hier habe ich es nicht gesehen, Stromzähler oder Wasserzähler in die Häuser. Ist alles aus. Und da oben thront ein Löwe. Das war doch am Eingang auch. Eben auch Klimaanlage. Und da nochmal Autoabstell. Platz und so. Manchmal alles, kein Rasen, alles zubenanniert. Ja, da gibt es auch wieder Wasseruhr. Und jetzt gehen wir hier wieder den Berg runter. Da oben Blumen wieder. Schöne Blumen, wo da rausgucken. Und jetzt gehen wir halt da wieder runter. Okay, das ist die Müllabfuhr hier. Der braucht noch nicht mal aussteigen. Das geht alles ganz automatisch. So. Das schiebt hier vor, oder? Ich bin schon ganz fertig. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Was ich noch sagen wollte zu deiner Briefkasten. Also mindestens die Hälfte sind deutsche Namen. Also ganz bestimmt und sehr wenige Spanier. Da sieht man halt, wer Geld hat. Hier ist noch ein Stück von einer Palme, von einer abgesägten Palme. Aber das ist ganz interessant. Das sind wie so Teppichfasern. Also es fühlt sich an wie ein rauer, Sisal-Teppich oder sowas. Und hier, wo die Palmblätter rausgekommen sind. Und das ist die andere Seite auch so ganz, ganz rau. Naja, schön. Interessant. Jetzt kann ich nochmal das Haus mit den Bildern zeigen. Also dort ist ein Auto drauf. Und da, das sieht eher so Arizona oder so nach der Felsen aus mit einem Adler. Und ein mordsgroß Eingangstor. Und zwei Löwen, die das Haus beschützen, rechts und links. Da und da. Und da Villa Romantica. Naja, schön. Boah. Jetzt nochmal ein Schwenk vom Ifatsch über ein Tal von Kalbe. Im Hintergrund das Meer. Dahin bis zur nächsten Berge. Aber überall da herum Häuser, Häuser, Häuser. Jetzt bin ich ein Stückchen weiter gelaufen, immer der Ifatsch als Orientierungspunkt. Und da oben, also wir sind jetzt ein Stück unterhalb vom Gipfel, aber auch wunderschöne Häuser. Von hier aus sieht man bloß nicht so sehr viel. Da sieht man gerade das Dach oben. Palme. Jetzt wieder zurück, was man eigentlich nicht machen soll. Und am Ifatsch gibt es einige, also weiter her, gibt es einige Hochhäuser mit Apartment und so, aber die sind angeblich nicht so gefragt. Oh, dort sieht man auch den See mit dem Flamingo. Da gehe ich gerade hinter dem Ifatsch, also ein Stück hinter dem Ifatsch. Und die Leute mögen offensichtlich mehr ihr eigenes Häuschen oder zumindest Reihenhäuschen. Da sieht man so ein paar Reihenhäuschen und da. Und aber die meisten sind einzelne Häuser, also bis ganz da oben. Aber wunderschön alles da. Also vom
von der Lage und allem, von den Häusern, gefällt mir es hier sehr, sehr gut. Moderne Häuser ist ganz selten, meistens also ja, spanische. Klassische Spiel, ja. Oder spanische. Oder maurische. Maurische oder spanische. Ja, ja. Moderne ist selten. Ja. Aber jetzt haben wir ja schon ein Stück oben und die Ifac ist immer noch ein ganzes Stück höher. Also, das kommt auch gut an. Ich glaube, wenn man da auf die Namensschilder guckt. Also vorhin, das hat mich schon ein bisschen irritiert. So viele deutsche Namen, aber die viele Briefkästen waren. Schon interessant. Und schon wieder etwas zum Zeigen. Wunderschönes Haus. Und oben drüber der blaue Himmel. Und hier also nach den Blättern sieht dieser Baum aus wie ein Olivenbaum, aber lauter so einzelne Pollenbüsche. Naja, und da unten sieht man auch wieder den Pool. Und so schöne Häuser. Heilig Blättli. Das wäre was zum Lebensabend verbringen. Aber die Preise sind halt schon beachtlich. Jetzt nochmal schöne Häuser, also da kann ich mich nicht satt sehen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, war das im Februar oder so, hat es hier heftig geregnet, heftigst. Und da habe ich so eine Mauer zusammengebrochen, also unter Höhle weggeschwemmt. Jetzt ist da abgesperrt. Und da auch wieder Haus und Stromleitungen sind halt da über Land und nicht unter der Erde. Da muss man sich dran gewöhnen. Und hier kann man noch einmal die Aussicht und da hinten wieder der Ifac hinter den Palmen. Jetzt mache ich noch mal einen Schwenk hier vom Berg. Dahinter überall so schöne Häuser. Und da haben wir auch so und da eine Palme mit Früchten. Also alles gerade in greifbarer Nähe. Da unten ist schon ein Pool, aber sieht ziemlich unbewohnt aus, zur Seite zumindest. Und hier noch schöne Häuser überall. Und da noch unbebautes Grundstück und da modernes Haus. Also was mir nicht so sehr gefällt, das dahinter gefällt mir viel besser.